So, ganz schön, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Dead Space 3. Ja, hammergeil. Und, aber wobei eigentlich eher weniger hammergeil, ja? Weil ich habe nämlich gestern an der Stelle hier aufgehört zu spielen. Und was musste ich machen? Ja, was musste ich machen wegen diesem verfickten Kack-Speichersystem? Ja, ich musste nochmal 10 Minuten neu spielen. Oder wieder spielen. Und dadurch haben wir natürlich auch... Oh, ich habe meinen Bildschirm mal gespuckt. Das ist aber nicht so geil, ey. Nochmal eklig. Ja, auf jeden Fall haben wir so einen Bonusraum, den ich geöffnet habe, mit einer von diesen Stangen. Da war ja so ein Repetierteil drin. Ja, dann ist weg. Weil ich musste den Raum nochmal öffnen und das Ding war nicht mehr da drin. Ja, hammergeil. Dachte ich mir, super. Also ganz ehrlich, wer sich dieses Speichersystem ausgedacht hat, war Gott echt gefeuert, ohne Spaß. Das ist so nervig einfach nur. Wir machen keine Speicherdinger hier, ey. Das ist einfach so lächerlich nur. Aber egal, genug aufgeregt. Wir okay, müssen. Ich ziele ja mit der Sonde und folge dem Ping. Klingt gar nicht so schwer. Achso, ich muss mit der Sonde zielen und dann diesem Ping hinterherlaufen, ja? Oh, das hört sich schon gut an. Oh, guck mal, was da oben ist. Santos, es bewegt sich! Keine Sorge, es ist praktisch tot. Sind Sie da sicher? Ah! What? Alter, wie viel halten die denn aus? Nein! Alter, willst du dich verarschen? Was machen die denn für ein Damage, ey? Ja, von wie viele davon kommen? Wollt ihr mich verarschen? Ja, und gekillt worden. Ach, Alter, wo sind wir denn hier, ey? Was geht denn da ab? Santos, es bewegt sich. Keine Sorge, es ist praktisch tot. Sind Sie da sicher? Ja, kommt, hey, Pussy, ich mach euch alle platt. Na komm. Na, du kleine Lutschpuppe, ey. So, bam. Nachladen. Ah! Stirb. Alter, wie viele das sind auch, ey. Das Ding hat einen unglaublichen Verteidigungsmechanismus. Und? Hat's funktioniert? Nein, das Signal ist extrem schwach. Ich kann es zu keinem speziellen Ort zurückverfolgen. Okay, ich suche nach einem anderen Nerven. Ja! Ja, gute Idee. Das sollte das Signal verstärken. Ach so, der ist jetzt aktiviert, ja? Okay. Was machen denn so komische Kisten hier, ey? Ich muss erstmal hier mich heilen, ey. Alter. Warum habe ich dieses Repetierteil nicht mehr? Das riecht mich hammer auf, ey. Ich hätte gern gewusst, was das kann. Ich bin jetzt bis 3, speicher nix. Ja, aber. Ich muss mich jetzt erstmal geschickt positionieren, bevor ich da drauf schieße, weil ich weiß, dass die Viecher hier gleich rauskommen werden. Und zwar da und da hinten. Aber wo gehe ich dann hin? Oh, sagst du, der sieht gut aus? Aber wo verstecke ich mich dann? Okay, wieder in meinem Käfig. Nicht schon wieder diese Scheiße. Okay, kommt und holt mich. Boah! Alles okay? Ja. Ehrlich,
Ich würde gerne hier verschwinden. Was sagt das Signal? Es ist definitiv stärker, aber... Alter. Noch eine? Noch eine. Noch eine! Das Geile ist auch, ich habe mein Headset gestern voll aufgeladen und mittlerweile, das kann einfach gar nichts mehr. Das fängt jetzt mittlerweile zu... Ich muss das sogar im Strom lassen. Aber da muss ich sagen, dass so langsam geben mir alle Sachen nacheinander den Geist auf. Jetzt verpisst euch, ihr Scheißdinger! Nachladen! Weiterfeuern! Immer Headshots geben! Immer zwischen die Augen! Nein! Lol, Alter, wie viele das sind! Boah, nächstes Mal Feierabend hier, ey! Ja, genau! Boah, wie viel die aushalten, das kann doch wohl echt nur ein Scherz sein. Santa, sagen Sie bitte, dass Sie haben, was Sie brauchen. Ja, danke. Ich brauche einen Moment, um die Daten zu sichten. Oh. Gut. Ich gehe zurück zu dem Käfig. Ich bin schon im Käfig. Gib Gummi jetzt hier. Lass mich hier raus. Bereit, wenn Sie es sind, Norton. Norton! Santos, haben wir die Position der Maschine? Ja, das sind tausende Signale. Alle konzentrieren sich weit unter der Planetenoberfläche. Das muss es sein. Da gibt es einen Eingang, den Berg weiter hoch, unterhalb einer zweiten Grabungsstätte. Den Berg weiter hoch? Das sind kahle Felswände. Ich habe unten Kletterausrüstungen gesehen. Santos und ich werden am Fuß des Berges alles vorbereiten. Norton, kannst du dafür sorgen, dass Isaac sicher rauskommt? Klar, ich kümmere mich um ihn. Und Ellie. Ja? Ich liebe dich. Das weißt du doch, oder? Was? Ja, klar. Isaac, wir treffen uns an der Felswand. Alles klar. Vielleicht haben wir das repetiert halt auch nur, weil ich es in der Werkbank abgegeben habe oder so, aber ich glaube eher weniger. Norton, öffnen Sie den Käfig. Nein. Was? Wollen Sie hier sterben, dann ist das Ihre Chance. Ab sofort übernehme ich die Mission wieder. Hey, wo wollen Sie hin? Ellie retten. Norton! Norton! Ellie, hörst du mich? Verdammt, er hat mein Signal gestört. Ja, ich wollte gerade sagen, als wenn wir das Ding auch nicht im Zweifel hätten aufschneiden können mit unserem Plasma-Cutter. Also bitte, ja. So. Was für eine kranke Scheiße in dem Ding, ey. Was für Viecher? Wieso sind da so Viecher drin gewesen? Ich fand sie schon ziemlich crazy, muss ich sagen, mit ihren leuchtenden Augen und so. Suchrobot wartet an der Bank! So, ich habe nämlich gerade mal zur Überprüfung geguckt, aber ich habe da nichts gefunden. Ja, ja, Suchrobot ist zurückgekehrt. Wunderbar. Sehr gut. So. Ich will vor allen Dingen nicht diese komische Impulswaffe dabei haben. Ja, ich möchte bitte mein Ding jetzt hier haben. Was ist das denn da? Schwerer Standardrahmen, leere Sondenwaffe. Ich habe nämlich zwei Sonden. Ich habe das Inventar nämlich gespeichert, aber das Spiel nicht, wisst ihr? Und jetzt habe ich zwei von diesen verfickten Sondenwaffen. Das ist so lächerlich. Das ist doch total bescheuert. Alter. Das Spiel macht mich wahnsinnig. Ja, wenn ich jetzt nämlich eine neue Waffe mache, dann habe ich hier diesen Repetierer nicht mehr. Auch beim schweren Standardrahmen nix. Hammer. Super.
Alter. Zum Kotzen, ey. Ich muss sagen, unsere Dingens macht immer noch nicht genug Damage. Da könnte aber, da geht aber eigentlich noch mehr. Habe ich noch mehr Schaden? Minus 1 Schaden, bla bla. Also das Tempo könnte mal erhöht werden, aber ich habe jetzt nicht mehr wirklich Platz dafür. Also entweder schießt sie schnell und macht wenig Schaden oder umgekehrt. Also da habe ich natürlich nicht, irgendwie auch keinen Bock drauf, ja. Naja, wie auch immer. Aber warte mal, vielleicht können wir hier noch was anbringen. Boah, ne. Nein, ich wollte doch noch, warte, ich wollte doch noch Munition herstellen, ja? Also bitte, und ich wollte noch... Leute, ich habe gar keine Medipacks mehr. Gut! Okay, ich will einen Munitionsclip herstellen. So. Medipack Mittel, was kostet mich das? 100 somatisches Gel, okay. Alles klar. Dann wollen wir mal gucken. Vielleicht können wir unseren Anzug nochmal aufwerten, dass wir jetzt vielleicht noch so eine Anzugsstation finden. Wo muss ich denn jetzt hin? Ich muss da lang, okay. Okay. Ach so, so sehen die Viecher also aus, ja? Wunderschön. Ist das nicht ein Prachtexemplar? Oh, crazy shit, ey. Da sollen wir mal gucken, dass wir nicht zu schnell laufen, sich dass hier irgendwelche Viecher wieder an den Start kommen. Da habe ich nämlich keinen Bock drauf. Ja, auf jeden Fall, das ist so ein Einzige, was ich in dem Spiel richtig kritisiere. Das Speichersystem ist echt unter aller Sau. Also gerade, als wenn man das jetzt selber alleine spielt, so ist das okay. Aber von jemandem wie mich, der jetzt halt aufnehmen muss, ist das total scheiße gemacht. Persönliches Log Dr. Olseram. Oder ungünstig, sage ich jetzt einfach mal. Ja, einfach unglaublich. Wir fanden zwei fast unberührte Exemplare und die Crews arbeiten rund um die Uhr, um sie freizulegen. Achso, das hatten wir doch schon. So, ah, jetzt kann ich auch noch unten lang, alles klar. War ja noch irgendwas? Oh, was ist denn da Schönes drin? Altmetall! Sehr gut. So, oh, ja toll, weißt du, jetzt kaufe ich die Midi-Packs und jetzt werde ich zugeschmissen damit. Ist natürlich super praktisch, aber egal, je mehr, desto besser. So, oh, oh, jetzt wird der Fortschritt mal gespeichert. Ach du meine Güte, das ist ja der Wahnsinn. So. Alter, schon wieder ein Medipack. Hammer. Da ist eine. Nee, eine Bank will ich doch gar nicht haben. Eine Bank interessiert mich ja nun wirklich nicht. Oh! Lol! Sie glauben gar nicht, welchen Ärger Sie mir erspart haben. Saubere Arbeit. Was? Da ist er also. Der Markerkiller Isaac Clark. Und hier sind wir. Auf der Heimatwelt der Marker. Ich muss gestehen, dass ich kaum glaubte, dass dieser Ort existiert. Aber dank unseres Freundes Norton habe ich ihn doch nachgefunden. So sind wir uns also durch den Shockspace gefolgt. Ah, ein ganz cleveres Kerlchen. Nein, nein, er will nur Isaac, aber wir anderen können gehen. Sie fehlgeleiteter Wasser! Hey! Sie haben mich. Lassen Sie die anderen gehen. Es ist schwierig, die Schäden, die Menschheit angerichtet hat, rückgängig zu machen. Alles, was wir berühren, kontaminieren wir. Die Marker hatten einen Plan für uns, aber wir nahmen das, was ein großartiges Geschenk war, und pervertierten es. Himmel, erspart uns diesen Scheiß! Ich verbrachte mein Leben damit, die durch die Menschheit angerichteten Schäden rückgängig zu machen. Ich bekämpfte Earthgarfs fortlaufende Forschung, befreite die Marker aus diesen gottlosen Testanlagen. Und jetzt habe ich nur noch ein Problem zu beseitigen. Sie alle. Nein, 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 sie versprach mir ein Schiff, Danny. Wir hatten ein Deal. Ja, tut mir leid. Aber ich kann nicht auch nur einen von ihnen gehen lassen. Ich entschuldige mich für die Irreführung, Captain. Hat
hier! What? So. Alter. Ich treff nix. Alter, wie ich nix treffe mit der Waffe. LOL! Ah! LOL, wieder wegfliegt! Wie kann ich mich denn nochmal ducken? Wie geht denn das? LOL, aber nice. Nachladen! Ah, what? Was soll das? Wollen Sie mich verarschen? Bewegung noch! Los da! Yo! Jetzt muss ich gegen das Viech kämpfen hier, oder was sagst du? Na klar, auf jeden Fall. Das ist ja fast gar nicht am Buckeln hier alles, ey. Alter! Ja, genau, ey. Jetzt muss ich ja noch gegen diese Kackteile kämpfen, ey. Als wenn ich nicht schon genug Sorgen hätte. So, komm immer schön auf das Herz drauf. LOL! What? Ah! Nein! Alter! LOL! Ja komm, haut doch mal ab, ihr Scheißkinder, ey! Hau ab! Weg! Weg! Oh, gib mir Money, gib mir Money! Ah! Ja, jetzt kotzt er mich mal mit dem Scheiß voll hier. Schießen Sie auf die gelben Stellen, Bravo! Ich glaube, wir machen es nur wütend. Nein, es funktioniert! Alter, immer schön drauf, immer feste drauf! LOL! Wow! Und jetzt geht's wieder los hier. Erstmal auf die Dinger hier schießen. Ah! So, jetzt habe ich mir mal gegeben. Jetzt Feierabend. Ah! Wow! Schmerz, lass nach, ey. Alter, lass mich doch mal meine Munitionsclips hier sammeln. What? Komm mal ab, weg! Immer schön drauf, immer schön drauf! Nachladen! Naja, du triffst da sowieso nichts, du Mongo. Wie viel Munition habe ich denn noch? Ah, genug! Komm, schieß! Deine Kotze da! Jawohl! Immer schön weg mit den Dingern! LOL! Jetzt geht's wieder los. Ah! Mama! Wohin muss ich denn schießen? Da ist doch nichts mehr! LOL! Bin ich jetzt tot oder was geht denn jetzt ab hier? Oh! Scheinbar lebe ich noch. Scheinbar war das Sinn der Sache. What the fuck? Was geht denn jetzt ab? Alter!
Ja, jetzt kriege ich von den dicken Dingern hier noch voll auf die Schnauze, oder wie? So, Feierabend. Da oben ist noch einer. Alter. Das fand der, glaube ich, nicht so witzig jetzt gerade. Was hat's gebracht? Wir stehen zwischen Dennick, der uns abknallen will, und was immer das sein mag. Sie haben uns verraten! Nein, ich wollte uns retten. Sie sind das eigentliche Problem hier, Clark. Aber nicht mehr lang. Captain! Zurück, Sergeant! Das ist alles deine Schuld! Sie liebt dich nicht! Bam! In your face! Oh, Scheiße. Oh, Scheiße! Kommen Sie! Er wird nicht lange tot bleiben, nicht hier. Soll ich das Ellie erklären? Hey, sagen Sie ihr die Wahrheit. Und jetzt weg hier. Was war das denn jetzt gerade? Hammer nice! What the fuck? die Physik-Engine hier ist ja der Hammer, ey. Komm, tanz noch mal ein bisschen für mich. Oh, er will nicht. Alles klar, er hat seinen Kopf verloren. Ja gut, dann hat er seinen Kopf verloren. Aber sonst hat er nichts für mich, oder? Er wird nicht lange tot bleiben, aber ich habe jetzt keinen Bock, mich mehr um den zu kümmern, also weg mit ihm. Ja, perfekt. Hammer nice. Ja, und der Kopf geht auch flöten. Und tschüss, alles weg, alles weg. So, Hammer nice, ja. Das war doch mal eine aufregende Folge, muss ich sagen. Da ist ja viel passiert. Und da passt ja auch mit der Zeit. Jetzt ist der Fortschritt auch mal gespeichert worden. Ja, hammer geil. Und in dem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass ihr morgen um 18:30 wieder mit dabei seid, wenn es wieder heißt Dead Space Hardy. Miau! Der Hardy einfach geil ist. Geil ist. Der Hardy einfach geil ist. Geil ist. Der Hardy einfach geil ist. Geil ist.